Sie sind eine angsteinflößende Laune der Natur und ein Phänomen mit zerstörerischer Kraft. Rund 2 Millionen Blitze entladen sich im Schnitt pro Jahr über Deutschland. Ihre gewaltige Kraft und Energie zu erforschen, ist alles andere als einfach. Christian Paul versucht es. Er ist Blitzjäger von Beruf. Seine Blitzfalle steht auf dem Hohen Peißenberg, einem knapp 1000 Meter Berg im bayerischen Alpenvorland. Darauf ein Fernsehturm. Der Turm ist 150 Meter hoch. An seiner Spitze haben wir ihn präpariert mit einem Aluminium-Fangring, in dessen Mitte eine ca. 4 Meter hohe Aluminium-Fangstange positioniert ist, die dazu dient, die Blitze direkt einzufangen. Wir liegen hier durchschnittlich bei teilweise so um die 10.000 Ampere. Im Vergleich so eine haushaltsübliche Steckdose, da bekommen Sie maximal 16 Ampere raus. Also da können Sie sich ungefähr die Dimensionen überlegen. Die Anlage ist einmalig in Deutschland. Mit ausgeklügelter Technik soll sie das Wesen der Blitze Stück für Stück weiter enthüllen. Ausgediente Bauteile der Blitzfalle zeigen, was sie aushalten muss. Ja, Sie sehen ja hier schon in einer alten Fangspitze von der vorherigen Fanganlage die ganzen Brandspuren der Fußpunkte des Blitzkanals. Also wo mündet der Blitz eigentlich? Man sieht hier sehr schön, dass diese Fangspitze selber früher mal rund war und jetzt hier oben richtig schöne Ausschmelzungen hat. Das kann man auch hier sehen. Im Fernsehturm zeichnen die Messgeräte Stromstärken und Dynamik der Blitze auf. Zusätzlich hat Christian Paul eine Hochgeschwindigkeitskamera installiert. Sie offenbart die chaotische und verschiedenartige Natur der Blitze. Normalerweise entwickelt sich das Gewitter von der Wolke zum Boden hin. Das heißt, sobald die Feldstärke an der Wolke selber groß genug ist, gibt es ein ruckartiges Vorwachsen. Es wird immer wieder Ladung nachgeschoben aus der Wolke und diese Entladung nähert sich dem Boden. Hier am Peißenbergturm sehen wir jetzt hier was sehr Typisches für sehr hohe Bauwerke. Wir sehen eine Entladung, die sich von der Turmspitze gen Himmel entwickelt. Und sehen hier gerade einen sehr stromstarken Impuls, der über 20.000 Ampere hat, was zu einem sehr starken Leuchten führt und gleichzeitig einhergeht mit einer Erwärmung dieses Kanals auf über 30.000 Grad und somit zu einer schlagartigen Expansion der Luft führt. Und das geht nah an die Schallgrenze und somit hört man das als eigentliches Donnergeräusch. Kein Blitz ist wie der andere. Deshalb ist jeder Einschlag eine neue Entdeckung für Christian Paul. Während Paul die Blitze noch genauer verstehen will, versucht Jean-Pierre Wolf von der Universität Genf bereits, Blitze ganz gezielt zu manipulieren. Mit mobilen Lasern wie diesem. Die Idee hört sich gewagt an. Was wir versuchen, ist, die Blitze auf eine gezielte Bahn zu lenken, indem wir mit dem Laser in die Gewitterwolke schießen. So könnten vielleicht Flughäfen oder Industrieanlagen geschützt werden. Wie das genau funktionieren kann, zeigt uns Jean-Pierre Wolf in einem Labor im Keller der Universität. Hier erzeugt er künstliche Blitze. Er braucht dazu nur 2 Kugeln aus Metall und genügend Spannung. 100.000 Volt. Nicht vergleichbar mit einem echten Blitz mit mehreren 100 Millionen Volt. Aber die Mechanismen, die zur Entstehung eines Blitzes führen, sind dieselben. Die hohe Spannung erzeugt geladene Luftmoleküle. Die Luft zwischen den beiden Metallkugeln wird teilweise leitfähig. Unbeeinflusst entlädt sich der Blitz auf einer chaotischen Zickzackbahn. Die Forscher wollen nun den Weg, den der Blitz nimmt, mit einem Laser lenken. Das wirklich Fantastische an den neuen Lasern ist, dass sie eine sehr hohe Energie haben. Der Laserstrahl ionisiert auf seinem Weg die Luft. Er erzeugt viele geladene Luftmoleküle. Wenn der Strahl also die Wolke mit dem Boden verbindet, wirkt das wie ein Draht, wie ein gigantischer Blitzableiter. Der Laser leitet den Blitz auf geradem Weg zur Erde. Ein Experiment bestätigt das. Ohne Laser entlädt sich die Spannung chaotisch. Streift ein Laserstrahl die Kugeln, nimmt die Entladung genau diesen Weg. Aus.
an. Der Blitz wird gelenkt. Eher zufällig stießen die Forscher darauf, dass sie mit Hilfe eines Lasers auch Wolken machen können. Schießt der Laser durch eine Kammer mit feuchter Luft, bilden sich sofort Schlieren von Wolken. Nach und nach entsteht in der Box ein kleines, waberndes Wolkenmeer. Noch passiert das alles im Labor. Aber vielleicht können die Genfer Wissenschaftler mit ihren Lasern tatsächlich bald das Wetter manipulieren.